Orega, Orreni, On Demand, Giant, da! Willkommen zurück zu The Binding of Isaac und ich habe mich, bevor ich ja wieder weiter aufgenommen habe, doch nochmal informiert, welche Chars ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe. Und da ist mir zum einen, also ich habe normalerweise durchblicken lassen, dass ich eventuell einen kleinen Run als Kane, wollte ich eigentlich machen, aber ich habe dann gesehen, dass ich sowohl Isaac als auch Judas ziemlich vernachlässigt habe, vor allem Isaac, aber ich würde sagen, es ist Zeit für einen kleinen Run wieder als Judas. Ich meine, Kane, also Judas gehört auf jeden Fall zu meinen Favorites. Er ist definitiv ganz weit oben angesiedelt, einfach weil er unglaublich viel Schaden macht. Schon von vornherein an. Man braucht eigentlich nur ein kleines Damage up, wie zum Beispiel Meat, und der ist schon auf Red Tiers. Trotzdem ist nach wie vor mein absoluter Favorite immer noch Kane, einfach aus dem Grund, weil, ich meine, Lucky Foot, das ist allein schon ein Grund, einfach zum Fußfetischisten zu werden, das Item. Das ist einfach großartig. Und generell habe ich so das Gefühl, dass ich mit Kane nicht immer, aber größtenteils, also auf jeden Fall öfter als mit Samson, dass ich dann immer die Items bekomme, die ich auch gerne sehe. Also sowas wie Polyphemus oder so, das ist schon, das kommt mir immer so vor, als ob das als Kane schon ein bisschen verankert ist, dass man das Item bekommt. Nicht immer, aber auf jeden Fall immer relativ gute Items. Ja, das ist Mist. So viel ist schon mal sicher. Ich werde mal, ihr kennt das ja vielleicht schon, dreimal werde ich jetzt restarten und falls ich dann immer noch kein Item habe, was eventuell mir recht ist, dann mache ich kurz eine Pause in der Aufnahme und mache dann weiter, denn ich glaube, es ist ein bisschen unattraktiv eben immer zu sehen, wenn ich immer restarte. Also den Floor anfange, restarte und dann wieder. Mal schauen. Oh ja. Ne, XL habe ich keinen Bock drauf, das kannst du vergessen. Liebes Game, gehen wir mal hier lang zuerst. Es könnte ja auch sein, dass wir eben im Bossroom dann, keine Ahnung, gepackt oder packt sag schon, Pentagram oder so finden, aber Item Room ist mir dann doch wichtiger erstmal. Dass wir da eben was bekommen, was relativ knorke ist. Natürlich war es der falsche Weg. Mal links liegen lassen oder in dem Fall rechts liegen lassen. So, mal schauen, was sich uns hier offenbart. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Welcome back! Und da haben wir auch schon direkt ein Item, mit dem ich auf jeden Fall was anfangen kann. Und jetzt kann mir auch Tetra-Pack gestohlen bleiben. Inner Eye, also Triple Shot und Quad Shot sind großartig einfach. Ihr habt schon gemerkt, dass ich hier schon einen halben Fangasm quasi gekriegt habe, als ich Quadshot in einem der letzten Run bekommen habe. Und genauso ist es auch bei Triple Shot. Das ist einfach, ich liebe das. Da. Da greift quasi der Werbeslogan von McDonald's auf jeden Fall. Loving it. Das war der Call Me the Love Giant. Oh yeah. Sucky sucky. Ich glaube auch nicht, dass, also ich kann mich täuschen, aber ich glaube weder Inner Eye noch Mutant Spider, also Quadshot, ich glaube, keiner von beiden ist ein Special-Item. Was eben heißt, dass wir weiterhin eine gute Chance für Polyphemus und natürlich Sacred Heart haben. Aber gut, Sacred Heart ist sowieso ein, da bekommt man sowieso nur im Angel Room, von daher. Ich habe gerade auf Replay gedrückt und das ist das erste Item, was ich bekomme. Ah, ja, Dead Game! Ja, ich merke schon. Das Game wollte nur sagen, ey komm, Triple Shot gefällt dir? Ey, ich habe was Besseres für dich, Junge. ich liebe das. Samson wäre definitiv nicht so gewesen, ne? Der war, oh! Suki, suki! Und wir haben einen Key, das heißt, Candle? Candle, ne? Ah, schade. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Und nehmen wir das hier mit. Moment. Secret Room ist definitiv da. Nämlich hier unten. Genau da. Das heißt, wir können uns hier gleich nochmal eindecken. Schön mit der Treasure Map. Das heißt, die bleibt uns weiterhin nicht vorenthalten. Oder soll ich das Geld sparen? Bauspar anlegen? Nee. Nehmen wir mit. Das ist schon nicht verkehrt. Haben wir Monstro? Wäre perfekt. Ah, Jupiterfly ist noch besser. Der hat mal schön geschreddert jetzt. Oh, die Champion-Version sogar. Ja, mei, Junge. Das Gute ist, ich habe ja, wie gesagt, ich spiele direkt im Anschluss vom letzten Run. Das heißt, wir haben jetzt hier eine höhere Chance auf
direkt zu Beginn auf Angel Rooms. Und ich hoffe, dass es auch so, dass das Game sich definitiv erdreisten wird, was das angeht. In der Hinsicht. So, Basement 2. Links ist der Boss Room, mit Sicherheit. Deswegen gehe ich erstmal nach rechts. Denn man weiß ja nie, was sich uns hier noch alles offenbaren könnte. Und wird. Oder der Boss des Rooms rechts. Er hört einfach nicht auf mich. Zumindest was das angeht. Wenn ich sage, ich sucky sucky, Mutant Spider und Triple Shot, dann stimmt das. Aber bei Fakten, die ich hier eventuell äußere, einfach nicht hinhören. Einfach nicht ernst nehmen. Ja, ich gehe am besten schon mal, kümmere mich schon mal um den Boss Feminin. Nicht die Champion-Version, genau so sieht's aus. Damit wir eben, also es kann ja sein, dass wir noch Red Heart Damage nehmen und dann bekommen wir keinen Devil Room oder Angel Room. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Deswegen gehen wir hier auf Nummer sicher und killen den direkt. Eigentlich hätten wir den garantiert kriegen müssen, den Devil Room, aber naja. Gut, hier oben haben wir den Secret Room. Schau mal, das war ein komischer Floor-Layout, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Er ist was Besonderes, sagen wir mal so. So, auf jeden Fall brauche ich einen Key, so viel ist schon mal sicher. Für Kollegen Item Room. Denn wie gesagt, es könnte ja sein, dass da Polyphemus hintersteckt. Und das ist ja dann doch so ein. Das ist ein Item, das würde man dann doch schon gerne mal mitnehmen. So ein Polyphemus für unterwegs ist gar nicht verkehrt. Sehr gut. Schritt 1 wäre schon mal, hätten wir schon mal hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir noch Schritt 2 in die Wege leiten. Und da haben wir dann leider keine wirkliche Entscheidungsgewalt drüber. Wir können es eventuell ein bisschen in die Richtung lenken, aber mehr leider auch nicht. Und wie gesagt, meines Erachtens nach ist Mutant Spider, sorry, kleine Verperlung, kein Special Item. Das allerdings schon und das ist großartig und ich. Sucky. It's gonna happen, Jungs. It's gonna happen. Aber sowas von. Das werde ich definitiv mitnehmen, so viel ist sicher. Ich meine. Okay, Daddy Long Legs ist ein Item, das gar nicht mal so gut ist. Aber das Item findet man so selten, dass man sich trotzdem jedes Mal immer wieder freut, wenn man das sieht und mitnehmen kann. Und gerade auch zu Beginn ist es eigentlich wunderbar, das Item. Deswegen, get on, get away, inventory, mein Lieber. So, hier machen wir folgendes. Ich hoffe nicht, dass wir den die... Natürlich. Genau das. War mir eigentlich schon fast klar. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Damit haben wir eine Höhen- und Blast-Radius und somit sind auf jeden Fall alle Steine im Weg weg. Und das hat sich nicht wirklich gelohnt. Eine Bombe und ein Key für eine Bombe und ein bisschen was an Kohle. Ich hätte eigentlich den Key aufheben sollen, sehe ich gerade für den Shop. Wobei, nee, wir hatten ja gar nicht genug Coins. Das hatten wir ja gerade nur durch die Treasure Chest. Wir hatten ja 14 Coins gehabt vorher. Alright then. Das war sogar ein bisschen okay. Geht's noch größer? Leider geht uns jetzt damit quasi ein Devil Room / Angel Room durch die Lappen, was ein bisschen blöd ist. Aber gut. Muss man mit leben, ne? Wie sagte einst ein weiser Mann? It's on! Und der andere hat gemeint, so ist das Leben eben. Machen wir das Beste draus und versuchen einfach weiterhin hier zu dodgen. Wie kein zweiter vor uns. Gut. Kann man auf jeden Fall mögen. Vorerst noch nicht. Vorerst werde ich den Berger mal in Ruhe lassen und ihn nicht mit meinen Coins bereichern. Okay. Aber Little Steven kann ich da lassen, weil das ist einfach nur ein Mist-Familiar. Das kann ich nicht brauchen. Ist aber, glaube ich, kein Special-Item. Steven wäre schon besser gewesen.
wäre natürlich Magnet nicht schlecht für den Raum gerade. Lass mal sehen, was du hier eventuell in dir birgst. Naja. Why not? Besser als gar kein Trinket. Und es ist ja nicht so, dass wir davon eben jetzt irgendwie weniger Drops von irgendwelchen anderen Sachen bekommen würden. Zum Glück nicht. So wie zum Beispiel Matchsticks. Matchstick oder sowas. Sondern jedes Mal, wenn wir quasi jetzt einen Coin aufnehmen, haben wir eine so und so viel prozentige Chance, dass eine Bombe mit dabei rausspringt, sprichwörtlich. Und ich glaube, wir haben noch keinen Red Heart Damage genommen. Was nicht nur beachtlich, sondern schon fast beneuntlich ist. Wenn man sich meinen Skill dabei noch bedenkt. Oder meinen Skill mit dazu rechnet. So. Ach du Sch... Hauptsache nicht die doppelte Ausfassung, also die Champion-Version, also immerhin. Immerhin war das Game so nett, uns nicht das ins Gesicht zu werfen. Junge! Gut. Okay, wen haben wir hier? Hollow! Ist machbar, definitiv. Champion-Version. Droppt die in Soul hat? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass sie eine bestimmte Farbe dafür. Meine Güte. Aber wir haben Soul Art bekommen. Ah, Daddy Longlegs. Also hier zeigt sich's. Für solche Gegner ist Daddy Longlegs echt richtig gut. Das dritte Bein ist von Vorteil quasi. Warum kriegen wir keine Angel oder Devil Rooms gerade? Lächerlich. Ah, das kann ich liegen lassen. Das ist ein Shot Speed Up, was auf jeden Fall keine Sau benötigt. Und ich kümmere mich noch um den Rest des Floors, denn wir haben definitiv noch einen Item Room, der hier offen steht. Oder in dem Fall nicht offen steht, sondern den wir noch nicht erkundet haben. Und wir haben ja auch noch die Möglichkeit, also beziehungsweise haben wir noch einen Shop. Und wir haben die Möglichkeit, dass da kein Greed drin ist. Also das sind noch alles Faktoren, die man mit einberechnen sollte. Ah, hätte ich sogar spielen können für Keys, aber vielleicht bekommen wir ja noch den einen oder anderen. Ist ja kein Samson Run, hier bekommt man ja auch ab und an mal was. Eventuell das, was man gerne hätte. Ja, keep on hating Samson. Auch wenn der letzte Run war gar nicht schlecht. Aber trotzdem ist er Mist. Und das steht ja wohl außer Frage. Ein Run macht da keinen Unterschied. Das ist immer noch ein Run aus vielen. Und er hat mich schon öfters eines Besseren belehrt. Also manchmal ist er nett, aber wie gesagt, das macht ihn nicht zu einem besseren Char. Denn wie gesagt, größtenteils ist er trotzdem einfach Mist. Ah, das nehmen wir natürlich gerne mit. Da hat sich gerade der Burnt Penny wieder ausgezahlt. Eigene Blödheit gerade. Aber in bester Form, zweimal von der Fliege treffen lassen, ist schon peinlich. Definitiv. Jetzt haben wir das Soul Art wieder zurückbekommen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine sichere Bank für Suki. Bomb? Yes. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine sichere Bank für den zweiten Item Room. Und der zweite Item Room könnte hier unten sein oder oben. Dreckskeeper. Ich meine, wir könnten jetzt in den Shop gehen und einfach hoffen, dass da ein Key drin ist und die Candle. Also sprich 15 Coins für die Candle und 5 Coins dann eben noch für einen Key. Aber es könnte auch sein, dass kein Key drin ist und dann wären wir ziemlich aufgeschmissen. Nevermind. Gehen wir in den Shop. Aber ich warte noch einen Charge am besten, falls Greed da drin ist. Dann machen wir uns das Ganze mit Book of Belial ein bisschen leichter. Goodie Gumdrops. So. Shop müsste jetzt eigentlich einen Raum weiter sein und zwar oberhalb. Super Greed sogar! Der lässt sich auch nicht lumpen hier, der Kollege. Natürlich die ganzen Greed-Nasen noch dabei. Wie auch immer das gerade getroffen hat. Ich stand eigentlich die ganze Zeit nur still, aber okay. Zumindest macht sich hier der Brent Penny gerade ziemlich nützlich. Immerhin.
Und ja, ich glaube, ich werde den ganzen Floor clearen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Immer noch ein bisschen wenig Hitpoints, meiner Meinung nach. Kann sich aber nur bessern. Ah, das ist gut. Ab sofort machen wir eben Poison Damage mit unseren Bomben. Und wir bekommen 5 Bomben for free. Das läppert sich definitiv. Anscheinend sind die letzten Räume... Aha, ich hab nichts gesagt. Wollte sagen, die letzten Räume gar nicht mal so schwer, aber... Kaum sagt man es natürlich. So, wir haben ja genug Bomben. Da können wir mal schauen, was hier noch alles drin ist. Danke für die ganzen Red Hearts, die ich momentan nicht brauche. Aber ich beschwere mich nicht, dass ich sie nicht brauche, ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Okay, die Räume haben sich auf jeden Fall nicht wirklich gelohnt eigentlich. Nur Damage genommen, ansonsten ist hier nichts, was uns irgendwie geholfen hätte gerade. Außer eine Bombe, die wir quasi zurückbekommen haben wieder. Aber immerhin, wir haben zwar immer noch keine Red Tears, aber immerhin haben wir Quad Shot. Und wir haben immer noch das Book of Belial, mit dem wir jederzeit relativ leicht, nämlich mit einem Klick auf die Spacebar, Red Tears eben bekommen. Von daher ist es gar nicht mal so das Problem. Aber wir wissen ja alle, was die Giska noch werden. Was haben wir hier eigentlich gehabt? Achso, ja. Ein Shot Speed Up. Nee, also die Tarotkarte ist okay, aber es könnte ja auch eine Drecks-Tarotkarte sein, wie zum Beispiel auf Tour of Hearts, was wir nicht gebrauchen könnten. Und dafür eben Shot Speed zu riskieren. Ne. Ich sehe gerade an meiner Webcam, ich mach mal kurz das Licht an. Naja, das ist doch schon viel besser. Schon wieder ein XL-Floor. Ah, Gott. Nee, das ist kein guter Run. Wir haben null Angel oder Devil Rooms gesehen. Also das ist schon echt, das ist schon frech. Das ist definitiv frech. Man könnte schon meinen, das ist, glaube ich, Samson irgendwie. Der hat sich nochmal kurz das Luck, was Items angeht, von Judas, glaube ich, geschnappt im letzten Run. Und hat dann so gesagt, so, jetzt kriegst Judas ab. Ich durchschaue Samson. Ist alles Samson schuld wieder mal. Wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Das erklärt auch, warum der letzte Run gar nicht so scheiße war, wie es normalerweise immer der Fall ist für einen Samson-Run. Er hat sich einfach mal an das Glück von jemand anderem bedient. Typisch. Weil er es selber nicht gekotet kriegt, der Kollege. So, was haben wir hier? Nicht worth it, aber nicht mal im geringsten. Drecks-Item. Gehen wir mal Fage. Leider bekommen wir eben jetzt auch weniger Special Items, fällt mir gerade ein, weil wir eben Daddy Longlegs haben, aber wie gesagt, Daddy Longlegs ist super. Ich mag's, definitiv. Und scheiß drauf, wenn wir jetzt, ich meine, wir haben schlechte Voraussetzungen, das Game zu besiegen, momentan. Aber ich werde auf jeden Fall kein Epic Fetus oder sonst irgendwas nehmen, denn... Fucking Quadshot. Das war jetzt extrem easy, muss ich sagen. Also, da bin ich ein bisschen überrascht von der Wretched. Normalerweise kann sie immer ein bisschen mehr als das. Aber ist okay. Nachteil ist, ich möchte auf jeden Fall den Floor full clearen, denn weiterhin fehlt uns hier noch ein Item Room und eventuell der Shop, falls wir eben noch einen Key bekommen sollten. Problem ist nur, dass wir auf jeden Fall auf Keeper treffen können und auf Masken und wir haben keinen Flight. Gegen sowohl Masken als auch Keeper. Was das Ganze jetzt wieder ein bisschen schwieriger machen könnte. Ah. Das war gerade auch wieder mehr Glück als Verstand, dass ich das gerade gedodged bin. Keine Ahnung, wie ich das gerade überhaupt geschafft habe. Ah, gut. Ach, thanks Cube of Me, Dad. Jetzt sind wir gerade nochmal... Das Red hat gerettet.
Söchen. Stammen wir uns nochmal kurz das Bömpchen hier. Das kann man eigentlich da liegen lassen in der Mitte. Wahrscheinlich nehme ich sowieso Schaden davon, so wie ich mich kenne. Na, ein bisschen davon haben wir eben schon genügend Bomben. Momentan. Da brauchen wir uns an den anderen nicht bedienen. Schöner so ein Raum, meine Güte. Im Game geht langsam die Ideen aus, glaube ich, hier, was Räume angeht. Ja. Wirst du wohl. Ich glaube, es hätte auch mit dem Teufel zugehen müssen, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt hier absolut gar keinen... Oder mit Samson, wenn wir jetzt hier absolut gar keinen Key mehr gefunden hätten auf diesem Floor, aber okay. Zumindest schon mal der Item Room secured. Brauchen wir noch einen Key für den Shop. Und ich glaube, da ist noch einer drin in diesem Layout, definitiv. Und zumindest das Red Hat haben wir hier zurückbekommen. Oh Gott! How to act stupid 101. Verfasst von mir. Oder how to take stupid damage in Binding of Isaac 101, ja. Okay, Last ist okay. Eventuell kriegen wir hier Poison Touch, also the virus. Mhm. Genau so sieht's aus. Leider ein kleines Speeddown. Aber da können wir eigentlich entgegenwirken, falls wir noch irgendwie ein Speed-Up von Mom oder so gleich finden werden. Maske! Natürlich ist es nicht die richtige gewesen. Ist doch eigentlich immer so, oder? Man denkt, okay, das Herz gehört zu der Maske, aber pipapo, Schwachsinn. Das Game nennt sich genau die Maske, die am weitesten weg von euch ist. Genau zu dieser Maske gehört das Herz. Ne, umgekehrt. Das Herz gehört zu dieser Maske, so rum. Macht doch mehr Sinn in dem Kontext. Oh Gott. Drecksmaske. Okay, wir haben noch einen Red Heart im anderen Raum. Deck of Cards kann ich gerade nicht... Oh, obwohl, das ist ganz okay. Sucky. Mhm. Zumindest haben wir hier das volle Layout jetzt. Das heißt, wir können uns mal kurz sagen lassen, was hier Phase ist. Okay, da unten ist absolut gar nichts. Trotzdem haben wir ja noch die Chance auf... Drops, also sprich Keys und sonstiges. Deswegen würde es eigentlich Sinn machen, den Raum oder den Floor full zu clearen. Noch ein paar Räume. Oh Gott, nee. Okay, letzter Raum. Letzter Raum, den ich machen werde in diesem, auf diesem Floor. Danke, Game, dass du mich daran erinnert hast, dass es Masken gibt. Warum ist nur noch eine Maske da, aber drei Herzen? What? Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Kann Daddy Longlegs vielleicht doch Masken killen auf einmal? Keine Ahnung. Anscheinend. Das ist halt echt nervig, dass wir jetzt hier zwei Devil Rooms oder beziehungsweise Angel Rooms einfach nicht bekommen haben. Einfach weil das Game dachte, okay, du bekommst einen XL-Floor. Und hier bekommen wir sowieso keinen, weil ich ja schon Red Heart Damage genommen habe, also von daher... Die Sacred Heart Possibility. Dahin ist sie verschwunden. Hm. Gerne doch. Hm. Hm. Dachte eigentlich, wir bekommen jetzt hier ein schönes Soul Heart. Leider nicht. Und es ist ein bisschen schwer, sich da zu entscheiden, übrigens, was ich jetzt lieber nehme. Also entweder Book of Belial oder... Oder eben der Crystal Ball, weil Crystal Ball ist ein richtig, richtig cooles Item. Ich meine, gefällt super. Aber da wir noch keine Red Tears haben, also sprich noch keinen Damage abgefunden haben, was lächerlich ist, bleibe ich doch mal eher auf Book of Belial. Wir können aber vom Glück reden, dass Judas einen unglaublich hohen Base Damage hat. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass wir eben zumindest das haben. Und er somit immer noch gut mithalten kann, was Damage angeht. Selbst wenn wir eben noch keinen Damage ab, wie gesagt, bekommen haben. In so einem Raum ist okay, der ist leicht. Der ist easy. Zero Damage and zero fucks are given. Na
Na. Genau. Das will ich doch mal meinen, mein Lieber. So, noch einen Raum brauche ich für meinen Charge fürs Book of Belial und dann geht's auch schon auf Richtung Boss. Richtung Mom. Vielleicht ist es schon Mom, ich glaube, oder? Wenn nicht, dann werde ich trotzdem full clean. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ist es schon Mom? Bis gerade war ich mir ziemlich sicher, aber jetzt kommen langsam die Zweifel auf irgendwie. Schauen wir mal. Dann wissen wir auch, ob das jetzt hier Mom ist oder nicht. Der leichteste Weg, das Ganze rauszufinden. Warten wirklich nur. Ich weiß gar nicht mehr, was hier rechts überhaupt im Item Room war, aber ich schau mal, was hier noch drin war. Anscheinend war es aber kompletter Rotz. Achso, ja, genau. Hier war Telepathy for Dummies drin. Nicht mit dem Giant. Ja, okay, es ist Mom. Alles klar. Schon wieder Red Mom. Aber okay, mit Tune ist es okay. Wir haben ja keinen Tetra-Pack. Von daher geht das. Es ist um einiges leichter als mit Tetra-Pack, natürlich. Ah, Junge, wir können eigentlich sogar. Ja, genau so nicht. Aber so. Das Ganze viel leichter. Okay. Naja. Momentan ist es ein Sheol-Run. Just saying. Okay. Keine Arcade oder sowas. Also das ist auch ein bisschen lächerlich gerade. Keine Arcade, keine Library oder so. Hab nichts gesagt. Alles cool, alles cool, Game. Wir sind cool. Ist in Ordnung. Keinerlei Beschwerden, alles cool. Vielleicht ist es doch ein Cathedral oder ein Chest Run. Mal schauen, abwarten. Vielleicht. Ich übernehme hier keine Gewehr. Kann ich doch gar nicht, wir sind ja auch nicht in Amerika hier. Gar nicht mal so schlecht. Finde ich zumindest. Der Longlegs macht sich hier auf jeden Fall wieder sehr gut. In einem Raum wie diesen. Weniger Probleme für uns. Das Random Spawn von denen ist manchmal echt schon richtig ekelhaft. Ja, doch, ich glaube, ich würde mal auschecken, was wir da in der Chest drin haben. Ich könnte auch natürlich die Keys jetzt saven für eventuell die Chest, aber erstens ist es noch gar nicht mal sicher, dass wir überhaupt die Chesten machen. Und zweitens, why not? Kann ja sein, dass da was richtig Keckes drin ist. Könnte auch sein, dass es kompletter Scheiß ist. So wie jetzt hier natürlich veranschaulich dargestellt. Loki! Na gut. Zumindest ohne Pokey in der Mitte. Loki ohne Pokey. Umso besser. Haben wir hier umso leichteres Spiel mit Quadshot Candle und Daddy Longlegs und dem Damage Up, was wir bisher noch nicht gefunden haben. Give it to me! Eigentlich meine ich Sacred Heart. Vor allem, weil wir, wie gesagt, noch keinen Damage gefunden haben. Aber, okay. Wir haben die Candle. Und eine Arcade letztendlich auch. Das wurde aber mal Zeit. So langsam. Genügend Bomben haben wir eigentlich auch. Für was auch immer. Und gut auch, dass man die Kollegen, auch wenn sie eben in der Luft sind, treffen kann. Wunderbares Feature. Gerne mehr davon, liebe Entwickler. Dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell genau das haben, was ich gerne hätte. Naja. Okay. Na komm, why not? Lass mal sehen. Naja, nicht wirklich worth it, muss ich sagen, aber okay. Beschweren werde ich mich auch nicht. Ein bisschen vielleicht. Sad Onion ist übrigens ein Item, was ich eigentlich so gut wie immer, also eine bestimmte Zeit lang, habe ich Sad Onion immer, oder zu 90%, sagen wir mal, in diesem
Golden Chests gefunden, aber seit irgendwie, keine Ahnung, einem gefühlten Jahr oder so habe ich kein einziges Mal die Set Onion da in einem. Sorry, jetzt mein Skype. Ja. Shit, oder? Aber jetzt ungefähr gefühlten zwei Jahren oder so habe ich kein einziges Mal die Set Onion in einer Golden Chest gesehen. Einmal im Item Room, aber das war dann auch das höchste der Gefühle. Was ich in dem Fall wirklich schade finde, denn Set Onion ist ein cooles Item, definitiv. Richtig geiles Tiers ab. Ich würde sagen, es ist Sucky Sucky. Natürlich haben wir leider keine Fortune Teller Maschinen. Aber vielleicht, weil wieder mein Steam. Aber wir haben hier eventuell gleich genügend Red Hearts. Für die Blood Donation Machine. Und vielleicht kriegen wir ja ein Blood Bag oder sowas. Ah, Spit. Da hätten wir gerade hier die Chance gehabt, daraus eine Fortune Teller Machine zu machen. Immer wenn diese Blackfly spawnen. Wir müssen aber ein bisschen am Ausgang auf jeden Fall auch bleiben, weil das kann gut sein, dass der die Longlegs sich dann gegen so eine Fly dreistet. Und das möchte man dann doch eher vermeiden. Ja, nix. Na. So, die Pelle haben wir noch nicht gesehen. Bombs are key. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da beschwere ich mich nicht. Ich kann mal hier die Blood Donation Machine ein bisschen fragmentieren. Aber meint. So schnell kann es gehen. Und jetzt hat sie auch übrigens auch das negiert, was sie vorhin meinte. Von wegen, na, nicht genügend Keys für die Chest oder so. Sieht anders aus mittlerweile. Na. Daddy Longlegs, das war jetzt komplett unnötig. Was sollen denn die Kinder von dir denken? Mein Gott. Okay, ich spiele noch einmal. Alle beiden. Und dann war es das auch, weil das wird sonst ein bisschen zu monoton, glaube ich. Okay, noch einmal. Sprengen wir das hier in die Luft. Okay. Genügend Red Hearts haben wir hier auf jeden Fall auch, falls es dann nochmal irgendwie mangeln sollte. Und das Gute ist, wir haben hier The Virus aufgesammelt, was ein kleiner Speeddown ist. Und ja, durch den Bloodbag haben wir jetzt Speed Up wieder. Das heißt, das haben wir gut wieder ausgeglichen, was das angeht. Still no damage ups, though. Aber ein Health-Up. Schon mal gut, dass wir das in der Rotation haben. Und das ist ein Health-Down, wollte ich sagen. Aber es ist ein Range-Up. Ups. So. Schnapp ihn dir. Und auf Richtung Boss. Was natürlich It Lives ist. Nochmal ein Range-Up. So viele Health-Ups hätte ich jetzt gerne mal gefunden. Das wäre super gewesen. Und dann noch schön Guppies Paw. Oh je. Lead that. Und zusammen mit Polaroid Invincibility und Guppies Paw. Das ist. Leviosaur. Okay, It Lives. It's on! Ja, aber ich mach das Ganze secure irgendwie und gehe Richtung Sheol. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also wir haben auf jeden Fall auch optimale Health momentan. Wir bekommen auf jeden Fall Polaroid Invincibility, falls wir jetzt getroffen werden sollten. Also runtergehen sollten auf ein halbes Red Heart. Also das ist schon mal von Vorteil. Wir müssen uns so dran erinnern, dass wir keine weiteren Herzen mehr aufsammeln, keine Red Hearts. Ah, Spit. Aber ey, wir haben ja genügend in der Arcade. Wir haben ja ein bisschen zweckentfremdet, was das angeht. Okay, wir machen doch Cathedral, würde ich sagen, und versuchen die Chest. Voice Chat? Dankeschön fürs Stören während der Aufnahme.
Ich kann das nicht rausschneiden, was gerade passiert ist. Okay. Wie gesagt, Aufrichtung, Arcade. Da standen wir uns nochmal ein volles Red Hat oder zwei halbe. Sheol, würde ich sagen, oder? Ja. Ich glaube, Sheol ist sicherer. Ich meine, wir haben ja auch keine Möglichkeit jetzt hier für Guppy's Paw oder so, außer wir bekommen irgendwo eine Lucky Red Chest in irgendeinem Raum, aber das muss auch erstmal eintreten und das ist auch relativ unwahrscheinlich, glaube ich. Ja, machen wir Sheol. Was auch nicht sicher ist übrigens, dass wir das eventuell schaffen, also... Gehen wir mal hier lang. Hey. Hey. Ganz ruhig. Hey. Hey. So, dann schauen wir mal. Greed könnten wir farmen sogar, aber da habe ich keine Intention zu. Schnappen wir uns nochmal seine Habseligkeiten und dann war es das schon wieder. Dann machen wir uns, sag ich mal, auf Richtung Satan. Und warum mischt sich eigentlich die ganze Zeit fucking J-Downloader hier ein? So, das können wir mal kurz Daddy Longlegs erledigen lassen. Sehr gut. Flat Penny. Ja gut, genügend Keys haben wir ja. Von daher brauchen wir das Trinket ohnehin nicht. Wir sind ja auch nicht in der Cathedral oder in der Chest. Wobei wir das selbst da nicht gebraucht hätten. Ich meine, 31 Keys ist mehr als genug, eigentlich. Wir bräuchten noch irgendwie eine Blood Donation Machine oder sowas. Irgendwas, mit dem wir noch ein halbes Red Heart Damage bekommen. Was ja auf normalem Wege, glaube ich, nicht mehr geht, weil alles noch ein komplettes, volles Herzschaden macht. Und wir bekommen halt keine Polaroid Invincibility, so, was ein bisschen frech ist. So, dann wir sind dann direkt down. Und ich glaube nicht, dass wir... Ne, Scapula haben wir, glaube ich, nicht in diesem Run bekommen. Wir haben ja weder Angel noch Devil Rooms bekommen. Was lächerlich ist. Fucking XL Floors, zwei hintereinander. Ich glaube, das Game hakt, ey. Oh! Geradezu gigantös. Ja. Auf geht's. Jetzt so und sehen. So. Dann hau mal rein hier, Daddy Longlegs. Beide, yes, baby. Wonderful. Viel Glück vor allem. Ah, wir haben keine Bomben mehr. Spit, das ist ein bisschen blöd. Hätte nochmal gut hier ein bisschen Poison-Damage vertragen können, der Kollege Satan. Ah, gut, das, das geht hier, das geht. It can happen! Gut, gut, gut. Na, dam, 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 dam. Okay. Das wär's dann für den Sheol Run. Ich denke mal, wahrscheinlich ein bisschen anschaulicher, hoffe ich zumindest, als der letzte. Als der letzte Run. Wobei wir übrigens hier mit Judas. Man hat's gesehen, wir haben mit Judas, glaube ich, kein Eins. Oder haben wir einen Damage-Up bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keinen Damage abbekommen, aber trotzdem haben wir uns hier relativ gut durchgeschlagen und das zeigt sich wieder, dass eben Judas von vornherein einfach ein richtig cooler Char ist. Aber ja, das war's für die heutige Session, The Binding of Isaac, ein Run mit Judas. Ich hoffe, der Run hat euch einigermaßen zugesagt. Übrigens, Stats. Just for the records, sprichwörtlich. Und ja, ich hoffe, der Run hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder was auch immer ihr wollt auf meinem Channel, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.